Ja, danke, danke. Ja, 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 danke. Annette, ist gut. Hallo und herzlich willkommen zu... Dreischäbige Spiele. Heute in der Sonderausgabe. Horror. Ihr wisst, wie das mit Sonderfolgen bei Dreischäbige Spiele läuft. Wir haben eine von der Redaktion vorbereitete Liste mit besonders hochqualitativen Scheißspielen. Denn in dem Format Dreischäbige Spiele geht es darum, dass man quasi Spiele, die auf Steam angereiht geuploadet werden, aber so beschissen sind, dass die niemand spielen will, die ziehen wir quasi wie so eine Popo-Kette. Kennt ihr die? Diese Art. Kugelnketten, die ziehen wir Spiel für Spiel aus dem Arsch der Videospieleindustrie heraus. Und dann haben wir eine schöne, schäbige Kette von Kackspielen. Schäbigen. Und die untersuchen wir dann. Mit Augenmaß. Ist ja klar. Irgendwann verletze ich hier aber nochmal Gefühle von Entwicklenden. Ich sag's euch. Also, erstes Spiel, Code 29. 8 Nutzerrezensionen. Ich find's so geil, dass wir immer Games haben, die einfach wirklich einfach niemand kennt. So, wir schauen uns mal den Trailer an. Klasse. Digga. Ist einfach... solide 3 FPS. Ich hoffe, ingame ist die Performance besser. Oh, Digga, das ist ja wirklich eine Dia-Show. Ja, und dann dieser Anime-Charakter, der passt irgendwie gar nicht rein, so stilistisch, oder? Ah, die Streicher. Ja, das war wichtig. This is a post-apocalyptic zombie shooter game. You can switch between first person and third person. Multiple bosses, multiple choices, multiple endings. Boah, Alter, mehrere Enden? Nee. Okay, ja, 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 ja. Sterzig empfiehlt das. Ich gehe mal kurz rüber, ist gerade live. Ich frage ihn mal. Worthy zu spielen in so einem Format, wenn man jetzt mal überlegen würde, man macht so ein Format über schäbige Spiele. Ja. Ja? Ja. Weil der Trailer war einfach nur 5 FPS und die ganze Zeit wird nur geballert. Ja. Danke. Ich würde sagen, wir müssen das jetzt mal prüfen. 6,59 Euro. Oh nein! Ein schäbiges Spiel. Oh nein! Ein schäbiges Spiel. Dich muss ich verjagen. So, das habe ich in den Einkaufswagen gejietet. Virtually real life. Oh, ist sehr laut. Oh, das elektronische Knistern, das hat gerade gescheppert. Ja, das ist ein geiles Logo. Oh mein Gott! Halt! Wunderschön. Das habe ich in der Waldorfschule genauso jeden Samstag gemalt. Ja, ich hatte Samstag Schule. Digga, ich hoffe, das ist jetzt nur so die Storyline. Aber warum ist denn hier, warum ist denn das Bild so reingekroppt? Warum ist hier, oh Junge, das ist schon wieder so cursed, Alter, meine Augen. Na gut, Abfahrt. Ah ja, das Logo hat ja ewig. Alter, der Baum war animiert. Now we are trapped in this 3D world. Will we ever see our 2D world again? Ist das die Figur? Ist das die Figur und sind das Baby-Bonn-Hände aus der Blutfil... Digga, ja. Digga, was ist das? Oh, die Mucke! Ja.
Schön. Okay, das ist ja der reinste Fiebertraum. Alter, Virtual, also ich habe nichts verstanden. Und ich verstehe auch nicht, warum hier so ein Kinderbild ist. Habe ich das richtig verstanden? Dieses 2D-Männchen? Das da? Das ist unsere Spielfigur, ja? Die so mit 1 FPS animiert ist. Ich heule schon wieder. Und dann kommen da Blutpfützen. Und da kommen dann so Baby-Bond 3D-Hände raus. Was ist das für ein wilder grafischer Mix? Das ist doch scheiße! Aber die Mucke. Hör doch nie auf! Oh Gott, okay, Schluss. Also das ist ja einfach nur geil. Komm, da entscheide ich mich jetzt direkt rein in den Warenkorb. Aber sofort! Vasilo mi santo mario sio Abelien Vala mogule! Scare Girl 2. Ja, Level. Ah ja, Scare Girl 2, Play. Ja, verstehe. Erstmal vierte von. Wow! Nee! Mann, ich. Digga, der hat einen Pen. Die haben beide. Digga, ich kann. Größtenteils positiv. Jetzt sag mir nicht, irgendein Russe hat das Let's Played. Oh Gott. Стреляйте во время перезарядки. Соберите 10 радио. Откройте дверь. И все. Was sagt er? Ich frage dann Sarah. Can you tell me what this guy is saying? Okay. Стреляйте во время перезарядки. Shoot when you reload. Radio. Found 10 radios. Open the door. И все. And that's all. But that's what he's literally doing. Yes. This is what I'm saying, like exactly. So, nächstes Game. I wonder who's äußerst positiv. What? Das sind einfach 1000 Reviews, äußerst positiv. Und seit einem Monat draußen? Hä, was sucht das in dreischäbige Spiele? Hä, jetzt bin ich irritiert. А что у нас в карманах? Привет, это Пригожин Женя. Digga, die Voicelines sind ja der Shit. Wie ist denn das möglich, dass das jetzt hier, ich meine, äußerst positiv, ist halt die Creme de la Creme auf Steam. Hier, 2 deutsche Reviews. Hallo erstmal, das Spiel an sich wurde sehr gut und unterhaltsam gestaltet. Dennoch fanden wir es sehr traurig, als wir das Badezimmer mit dem Schlüssel, den wir erst bekommen haben, nachdem wir im Keller waren, öffneten und dort instant einen tödlichen Stromschlag erlitten, obwohl wir das Badezimmer keine Millimeter betraten. Trotzdem finden wir das Spiel sehr gut gelungen und werden es bestimmt nochmal spielen, müsst ihr wissen. Okay.
Okay, mit dem Plot-Twist habe ich gerade nicht gerechnet. Oh mein Gott. Es spreadet. Das muss so ein Russland-Phänomen sein, wo die sich bepissen. You have the opportunity to play for the popular streamer Pappig, known for his iconic meme phrases. Sind das alles Ausschnitte von diesem Pappig-Streamer? Ich habe jetzt recherchiert, Freunde. Und dieser Pappig ist einer der krassesten russischsprachigen Streamer. Wo der streamt, konnte ich nicht herausfinden. Aber der war früher Dota 2 Pro. Auf jeden Fall ist hier ein Game und da spielt man ihn. Und wird gestört von dem Typen, der hier an die Tür klopft. Ich frag mal Karl. Was ist das? Ich check nichts. Ich habe gerade eine halbe Stunde recherchiert oder so. Also ich weiß, dass es ein Spiel ist, wo es um Russland geht, glaube ich. Ja, die reden russisch. Warum ist das äußerst positiv bewertet? Weil das ist ja die absolute Ausnahme auf Steam. Vielleicht bockt das einfach so krass. Ja, dann muss ich das spielen. Dann musst du das spielen. Komm, Karl, dann darfst du es jetzt mal in den Warenkorb tun. Oh. Das muss wohl in den Einkaufswagen. Nice, Karl. Der war krass. Jo. Mindestens 2 Monate. Der war ultra krass. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen es, wie ich vorhin sagte. Alter, meanwhile ploppt bei mir einfach eine Nachricht vom Kumpel auf. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also mein Privatleben ist... Geht auch heiß her. Aber am Wochenende hatte ich leider keine Zeit. Ne? Man muss aber auf die Bremse treten. So Leute, bevor wir jetzt reingehen und Code 29 Virtually Real Life sowie Pavieska spielen, eine kleine Anmerkung. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich hier irgendwie so eine krasse Klamotte trage. Und tatsächlich ist seit vorgestern ja quasi ein neues Produkt von mir released. Also Produkt klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen Sally. Aber es ist quasi, ihr habt vielleicht mitbekommen, es gab ein Jahr gar kein Merch mehr von mir. Ich habe damit ziemlich genau vor einem Jahr aufgehört, gab einen Schlussverkauf, weil ich einfach mich damit nicht mehr so identifizieren konnte. Ich wollte lieber was machen, was ich auch selber gerne trage. So, Punkt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Corrupted Blood ist jetzt quasi eine eigene Marke. Ich will das hier gar nicht so groß und breit erklären. Falls ihr da Bock habt, mehr zu wissen, was damit auf sich hat, schaut gerne auf den Zweitkanal vorbei. Da habe ich ein Video hochgeladen, wo ich darüber ein bisschen rede. Und ansonsten, Link natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch alles reinziehen. Gibt Instagram-Account, Website, bla bla bla. Falls ihr Bock habt. Corrupted Blood. Fangen wir an mit Code 29. Junge, da ist jemand auf eine Ente getreten, oder? Was war denn da los? OI? Digga, was? Oh mein Gott, meine Augen! Abfahrt, wir schauen rein. Huch. Hä, was mit der Maus? Was geht ab? Ich muss klicken. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Was? Hey, der geht einfach weg. Ich schieße an die Wand. Ich aim ihn ab. Er schießt an die Wand. So, treffe ich ihn. Hä? Alter, er macht Breakdance. Hold up. Place go up when I pull up. I thought it was really good. Hä, also wenn ich jetzt hier gegen die Wand aime, ja? F. Daily News. There has been a serious...
Alpha Hase 23, melde feindlichen Beschuss. Wir werden von einem unbekannten Schützen. Wir werden beschossen. Ist alles so cursed. Ich kann doch nicht Escape drücken. Hier, ich kann nicht Escape drücken. Wie komme ich hier raus? Es geht einfach nicht. Ich kann die Mucke nicht einstellen. Ist einfach die ganze Zeit. So, dann kann ich, die Mausgeschwindigkeit ist hoch 1000. Warum schieße ich nach rechts? Ist übel laut. Nee, warte, jetzt, wir gehen nochmal ins Hauptmenü. So. Nee, es gibt keine Options. Es gibt keine Options. Okay. So, wer war er, Alter? Was ist hier überhaupt passiert? Hier ist irgendein riesen Ding-Drop. Molly, can you hear me? There was a leak at the nuclear power plant here. And the government has a bond in... Your mission is to rescue and protect one person out of the sector. And if anyone gets in your way... Wie soll man so schnell lesen? Get down, son. So, wir schauen uns mal um. Ist ja wunderschön hier. Ich muss jetzt einfach damit dealen. Aber jetzt die Mucke wenigstens weg, merkt ihr? Was ging mit dem Bein? Ist er jetzt verbuggt? Nur dieses Grundrauschen, wenn die Soundfile von abgeschmiert. Ist ja. Ich kann das nicht, Digga. Okay, was. Wer ballert denn hier? Junge, das Schlimmste ist, dass ich einmal nach links aimen muss. Junge, es ist wie beim Fahrradfahren, wenn so der Lenker übel verstellt ist. Hui. Hui. Was geht denn da hinten ab, Alter? Hey, die springen gegen die Laterne. Hui. Ist das eine verfluchte Kacke, Alter? Okay, Abfahrt. Oh mein Gott, was ist das denn? Der bumst das Gebäude. Bitte hör doch auf. Das ist hier, schauen vielleicht auch Kinder. Jo, das lockt auch andere an. Aber habt ihr gesehen, wie krass ich geaimt hab? Ich treff halt nicht! Ah! Der Riesentyp! Treff ich? Es ist so geisteskrank. Laut! Ey, danke, Sternzig! Das ist ja der Hammer! Das ist der Mikrosound! Alter. Ich kann das nicht. Ciao. Endgame. Ist auch geil. Steht Endgame? Jo, direkt aus. Dank meines guten Freundes Sterzig kam ich in den Genuss von Code 29. Die Soundeffekte sitzen so sehr, dass man auch nach dem Spielen minutenlang nichts anderes mehr hört. Einziges Manko: die Entscheidung des Game Designs, den Schuss etwa 30 Grad rechts vom Zielkreuz zu platzieren, erachte ich als zumindest fragwürdig. Müsst ihr wissen. Summa summarum würde ich das Spiel empfehlen, Kommentare erlauben, Abfahrt. Jetzt kommt vielleicht das Beste, Virtually Real Life. Also das war sehr vielversprechend, wenn man es jetzt rein auf den Trailer bezieht. Es ist gottlos laut! Ja. Preferences. Also ich hätte es gern Fullscreen. Geil. All choices in life have consequences and sometimes regret comes too late. Jetzt habe ich hier unten so einen Videoplayer oder was? It is your funeral if you fail and fail you will... Reality, a term concocted, Digga, by... They seek self-worth and... What the fuck, Alter? Hey, ich spiele gar nicht. Es ist einfach ein Buch. Das ist literally der Trailer. Huh?
Was ist das für ein Game? Okay, Leute, Speedrun. Dicker. Das ist ja so schlimm. Junge, das ist halt Real Rap richtig schlimm. Jetzt gehe ich hier rum. Genau, jetzt gehen wir auf Balkonien und da ist dann eine Blutleiche. Ja, oh ja. Jetzt kommen dann die Baby Bonn-Hände raus. Game over. Nein, ich kann nicht. Nein, es, also das ist Real Rap, die Definition von einem dreischäbigen Spiel hier. Also, verstehen wir? Von einem schäbigen Spiel. Also, es ist ja einfach nur furchtbar. Ich bin, ihr merkt, ich bin total aufgelöst. Das ist ja so bad. Und so weird. Das Spiel ist, als würde man sich durch ein Daumenkino klicken, welches gleichzeitig zu 50% aus Text besteht. Die angewendeten Stilelemente wie Textfonts, 2D, 3D. Also es war alles wirklich, wirklich schlimm. Ich bin total am Ende, Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Bitte lasst mich in Ruhe mit diesem scheiß Kackspiel. Also andauernd so ein Müll. Und ich such's mir auch noch aus. Der Karl. Karl ist schuld. Müsst ihr wissen. Das empfehlen wir nicht. Ich habe jetzt sehr große Erwartungen. Der Höhepunkt des heutigen Abends. Propaganda. Ich habe das hier schon auf Deutsch eingestellt. 5 Minuten gespielt. Und ich erkläre euch jetzt kurz nochmal, was Phase ist. Also, wir starten ein neues Spiel. Wir sind ein toller Streamer. Опоздал немного. Соболезную. Соболезную вам. Jetzt kommt Stalin die Treppe hoch. Das ist Real Rap, Stalin, also auch die Frisur. Ist natürlich Ruhestörung. Und da beschwert man sich natürlich als Nachbar. So, und jetzt spielen wir ihn. Und ich sag euch, Leute, ich hab das eben 5 Minuten gespielt und ich bin so enttäuscht. Wir sind hier in unserer Bude. Ne, das ist ein Raum, das ist der zweite Raum, Flur. Und hier klopft der Typ die ganze Zeit. So, jetzt können wir hier durchgucken. So, einen Weg zum Entkommen finden. So, jetzt können wir, hier sind noch weitere Türen, die können wir alle nicht öffnen. Das Spiel ist ein Rätselspiel. Wir müssen quasi jetzt verschiedene Objekte finden in dieser Wohnung, zum Beispiel dieser wunderbare Schlüssel, um andere Sachen hier freizuschalten. So, jetzt können wir zum Beispiel mit dem Schlüssel hier diesen Schrank öffnen. Hier ist ein Bild, die Tür fällt ab. Что я пытаюсь сделать? Планету Земля или что? Ja, und dann sind hier noch andere Bilder. Hier ist noch eins. Ja, ab und zu stöhnt er ein bisschen. Hier ist noch eins. So, und dann kann man die ja aufhängen. So, das habe ich schon alles herausgefunden. Krass, oder? So, hier war irgendwie auch noch eins. Mit so einem Typ mit roten Klamotten. Und der hat auch einen Schlüssel. Und den können wir actually nehmen. Das ist neu für mich. Krass. Aufgehoben Geheimschlüssel. Super. Ich glaube, seine Katze war zu laut. Ja, jetzt fehlt noch ein Bild. Die Frage ist, wie kriegen wir es? Aber ja, das ist das Game. Es ist einfach ein Rätsel-Game. Im Trailer haben die sich die Fresse poliert, haben rumgeschrien, da war Action. Ja, genau. Ach ja, genau. Stimmt. Warte, hier kann man jetzt noch ein Rätsel lösen. So, ihr seht schon. Ja, ja. So, jetzt ist hier ein Schlüssel runtergefallen. Genau. Aber hier dann noch ein Bild. Ja, klasse. So, und das hängen wir jetzt auch auf. So, jetzt muss was passieren. Das war ein Minecraft-Truhengeräusch. Ja. Da war die Schlüsselkarte. Das ist ja wirklich eine Minecraft-Truhe. Okay. Und die Schlüssel ist jetzt hier für rechts. Licht im Keller einschalten. Hä, jetzt soll ich erst in den Keller? Wo geht's in den Keller? Aber der Typ, der ist weg. Lol.
Jetzt geht's los, Leute. Okay, jetzt werde ich ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Was mache ich? Stalin, bist du hier? Digga, das ist legit Pac-Man jetzt. In 3D. Digga, ich... Hier im Trailer war der hinter dem her. Aber bei mir nicht. Hier kann ich nicht durch. Okay. Es... Was soll ich sagen, Leute? Das war... Also ich check... Nichts. Community-Inhalte. Der Typ... What? Let's play das. Ja, da bin ich gerade geragequittet. Ja, er kommt da auch nicht lang. Man muss genau auf die Kante springen. Also, wirklich, was? Ich meine, klar, Humor ist unterschiedlich. Meiner ist ja auch speziell. Das scheint echt so ein virales Ding da zu sein, so zumindest in bestimmten Kreisen. Aber ich komme leider nicht hinter, was es jetzt genau damit auf sich hat. Ich verstehe auch kein Wort. Aber ja, das ist wohl so ein Meme-Streamer-Game, I guess. Dieses Gesamtkunstwerk ist aus deutscher Sicht ein absolutes Mysterium. Hoppala. Mir rutscht glatt die Brille von der Fresse. Das ist das Neue, da brat mir doch einer einen Storch. Ich finde kaum was zu diesem Paprich. Wer hat den Bums entwickelt? Und wieso ist das Game so krass bewertet? Why? Why? Klar, einfügen. Hä, wo kam das jetzt her? Müsst ihr wissen. Ich würd's also es tut mir leid. Ich hoffe, die haten mich jetzt nicht. Aber ich finde, die müssen einfach auch auf das internationale Publikum mal Rücksicht nehmen. Weil als jemand, der nicht zum Beispiel Russisch spricht, fehlt es natürlich hier an Verständnis. Und ich finde, es ist nur fair, dass ich das auch mal feedbacke. Ich meine, das ist ja gutes Feedback hier. Ja, ich empfehle es nicht. Und dazu stehe ich. Ciao, Kakao. So, Tschüssikowski. Schüsseldorf auf Petersilien. Schaut hier mal vorbei. Grüß Gott. Salve. So, ich hab fertig.